Mittlerweile es gibt sehr viele SUV auf dem Markt, aber dieses SUV hier hat etwas ganz Besonderes. Er ist rein elektrisch. Der Hyundai Kona Electric. Die Reichweite nach der realistischen WLTP-Norm beträgt 449 Kilometer. In der voll ausgestatteten Version kostet unser Testwagen 52.950 Franken. Der E-Motor schickt 204 PS an die Vorderachse. Alle Fahrassistenten sind dabei. Notbremsassistent, Spurassistent, Sitzheizung ist dabei. Das ist für mich ein No-Go, wenn keine Sitzheizung dabei ist. Lenkradheizung ist auch dabei. Einfach hier auf den Knopf drücken. Das ist super angenehm im Winter. Es gibt aber auch, Achtung, für den Sommer, der Kühlsitzer. Oder wie auch das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Sitz wird gekühlt. Das ist gut. Was cool ist an dem Auto, vorne du hast eine Anzeige und das zeigt dir, wie viel du rekuperiert hast. Also das heißt, wie viel Kilometer du zusätzlich wieder gewonnen hast bei der Rekuperation. Das motiviert dich, das ist ein bisschen wie ein Videospiel. Du guckst wieder, oh, habe ich wieder 1 Kilometer, 2 Kilometer Reichweite gewonnen. Aber Achtung, aufpassen, nicht nur auf die Anzeige schauen, sondern auf die Straße. Weil sonst guckst du nur noch da vorne, oh, wie viel habe ich wieder gewonnen und vergisst du das, dass du eigentlich fährst mit dem Auto. Man merkt hier bei dem kleinen SUV, dass der optisch wichtiger ist als das Platzangebot. Mit der Seesäule hier, das ist schräg und dann nimmt so viel Platz weg von dem Kofferraum. Ich habe hier eine schwere Kiste, dank meinem Team. Mal gucken, ob das reinpasst und wie viel Platz ich noch habe. Also man merkt einfach, das passt, aber viel mehr kriege ich nicht mehr rein. Das ist schade. Jetzt, mit meiner ganzen Kraft, habe ich es geschafft. Aber ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Es ist wirklich, wirklich Limit. Also so viel Platz bietet das Auto nicht im Kofferraum. Viel kritisieren kann Cindy nicht beim Kona. Eine Sache wirft aber Fragen auf. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, wieso gibt es einen Sportmodus in dem Auto? Weil wenn du auf Sportmodus fährst, verbrauchst du einfach mehr. Du hast mehr Leistung, das heißt, du fährst weniger lang, weniger Reichweite. Zweitens, das Auto wiegt viel, weil es gibt viel Batterie in dem Auto. Und ein schweres Auto ist kein Sportauto. Ich verstehe es einfach nicht. Zeit für Cindys Fazit. Ich würde sagen, der Kona überzeugt mich. Der hat alles. Klar, die Reichweite im Winter sind nicht bei 449, das müssen wir ganz ehrlich sagen, sondern eh bei 400 Kilometer. Das ist aber schon ganz gut und deswegen bekommt er von mir auch den Go Award. Diese 4 Ringe stehen für Prestige, Pferdestärken und Verbrennungsmotoren. Doch die Zeiten ändern sich und darum gibt es jetzt ihn, den e-tron. Die Daten sind schon mal wuchtig. Beim e-tron leisten 2 Elektromotoren zusammen 408 PS. Audi will Premium, also teuer sein. Unser Testwagen wird mit 101.660 Franken angegeben. Audi spricht von bis zu 417 Kilometer nach dem neuen WLTP-Messverfahren. Was gut ist bei Audi, und das ist eine gute Idee, du hast diese Range-Mode. Das ist, ich sage so, Notfallknopf. Unter anderem macht er zum Beispiel Klimaanlage aus, Heizung aus und der limitiert auch die Höchstgeschwindigkeit auf 90 km pro Stunde auf die Autobahn. Es ist klar, es ist nicht für jeden Tag, zum Glück auch, aber wenn du wirklich Probleme hast mit der Reichweite, dann kannst du ein bisschen Kilometer sparen. Ich weiß, die Fans von Tesla werden mich wirklich hassen, aber ich muss es zugeben, der Innenraum von den e-tron ist einfach schön und gut gemacht. Die Kombination mit dem Bildschirm, der Leder und die Verarbeitung, boah, da kann man gar nicht vergleichen. Sorry, Jungs,
Sorry, Tesla. Aber da kann Tesla einfach nicht mithalten. Aber der Neuling macht nicht alles richtig. Der e-tron ist kurzer, schmaler und weniger hoch als der Model X von Tesla mit ähnlicher Leistung. Aber der wiegt schwerer. 2565 Kilo. Mensch, das ist aber viel. Für Cindy ist nicht nur das Gewicht zu hoch, sondern auch der Preis. Klar, es ist super gut ausgestattet, viel Fahrassistenz und so weiter. Aber das ist wirklich viel Geld, 100.000 für das Auto. Ich wünschte mir ein kleineres Auto, zum Beispiel ein A3, rund um die 40.000 und mit diesem schnellen Ladetechnik. Das wäre traumhaft. Und auch beim dicken Elektro-SUV gibt es Dinge, die Cindy aufgefallen sind. Anstatt Spiegel zu haben, werden wir Kamera haben. Und heißt, wir werden hier einen Bildschirm haben als Spiegel. Ja, es ist irgendwie komisch, aber es macht Sinn. Weniger Luftwiderstand. Meine Frage ist einfach, wie viel Zeit brauchst du, um dich an diese Kamera zu gewöhnen? Ebenfalls speziell und bisher nur beim e-tron, der Schalthebel. Dieser lässt sich nicht bewegen, sondern hat nur eine Art Schiebeknopf für den Gangwechsel an der Seite. Sieht komisch aus, aber bereits nach kurzer Zeit gewöhnt sich Cindy daran. Mein Fazit für heute: Man merkt wirklich, Audi hat seine Konkurrenz wirklich beobachtet und ein paar Sachen viel besser gemacht. Aber bei der Reichweite merkt man einfach auch, dass Audi nicht saubern kann. Ich wünschte mir, diese Technik einfach mit einem leichteren und kleineren Auto. Dann wäre es einfach perfekt. Das Model 3 von Tesla. Ein Auto, auf das alle gewartet haben. Wir testen das Model 3 in der Performance-Ausführung mit einer Batteriekapazität von 80 Kilowattstunden. Diese treibt zwei Elektromotoren an beiden Achsen an, welche insgesamt 487 PS generieren. Das Gewicht beträgt 1847 Kilogramm. Die Reichweite liegt laut WLTP-Norm bei 530 Kilometern. Ursprünglich mal als Tesla für die breite Masse angekündigt, kriegt man in der Schweiz das Model 3 Performance ab 69.700 Franken. In Sachen Digitalisierung und Infotainment geht Tesla einen eigenen Weg. Der Touchscreen dominiert die sonst karge Innenlandschaft, ist 38 cm groß und nun horizontal ausgerichtet statt vertikal wie bei den bisherigen Teslas. Dieses Auto hier ist einfach ein fahrendes Computer. Und was passiert bei Computer ab und zu? Es kann hängen bleiben. Zum Glück bei uns in dem Auto hier, es ist noch nie passiert. Aber wenn es der Fall wäre, was kann man machen? Man kann den Computer neu rebooten, also ein Reboot machen. Und heißt, man drückt hier auf die zwei Knöpfe am Lenkrad, lang drücken. Und was passiert? Mein ganzes Infosystem, also mein Bildschirm vorne, ist ganz schwarz geworden. Der wird wieder gestartet. Tja, jetzt ist mein Auto wieder frisch und ich kann wieder losfahren. Kaum losgefahren, kann Cindy gar nicht anders, als die Beschleunigung des Model 3 zu testen. Der hat so viel Kraft unten, das drückt dich so fest im Sitz. Ich habe wirklich den Kopf da hinten geschlagen. Es ist einfach brutal. Und das kriegen sie wirklich jedes Mal hin. Beschleunigen, das kann der Tesla. Wie sieht es in den Kurven aus? Das Auto hat sogar ein bisschen übersteuert bekommen. Ja, das ist so, du hast einen Motor, der treibt vorne, aber ein Motor, der treibt auch hinten. Und wenn du am Gas gehst, dann kann schon passieren, dass das Auto ein bisschen übersteuert. Von einem kleinen Kritikpunkt zu einem für Cindy größeren Problem. Die Geschwindigkeit ist jetzt oben hier auf meinem iPad. Und das ist auch eine riesige Ablenkung. Ich meine, der Blick muss nach vorne sein und nicht seitlich. Und wenn du schon keine Tachoanzeige in der Mitte hast, dann baust du einfach ein Head-Up-Display.
Ich hoffe, das kommt als Option später. Nächster Programmpunkt: Laden. Das ist klar das Hauptthema. Bei Elektrofahrzeug ist natürlich Reichweite. Bei der Performance-Modell sagt Tesla, du hast eine Reichweite von 530 km. Wir, also das Team und ich, sind ein paar Mal das Auto gefahren und da haben wir festgestellt, eine Reichweite von ca. 400 km. Je nach Fahrstil sogar ein bisschen mehr. Also in meinem Fahrstil war nicht mehr drin als 400, das gebe ich zu. Aber trotzdem ein super Wert. Und vor allem dieses Gefühl, du hast nicht ständig auf die Reichweite geschaut, das ist total Entspannung und das ist das erste Mal, dass ich dieses Gefühl habe mit einem Elektrofahrzeug. Etwas Grundsätzliches ist Cindy aufgefallen. Ich finde noch interessant, also eigentlich, die wollten so ein billiges Modell machen für die große Masse, dass man sich viel verkauft, aber jetzt ist er weg von Online-Shop. Wieso, was ist der Grund, wieso Leute kaufen nicht das günstigste Variante? Die Befürchtung der etablierten Hersteller, dass die Basisversion des Model 3 weltweit den Elektromarkt überrennt, stellt sich also vorerst als unbegründet heraus. Die Konsumenten interessiert die Version mit weniger Power und kleinerem Akku nicht. Abgesehen davon setzt das Model 3 in den teureren Versionen tatsächlich neue Maßstäbe. Bei Go, wir hatten schon fast alles. Wir hatten Hybrid, Elektrofahrzeuge, Mildhybrid. Was fehlt noch? Ja klar, Wasserstoff. Deswegen bin ich heute unterwegs mit dem Hyundai Nexo. Der Nexo von Hyundai ist kein Versuchsfahrzeug oder Prototyp, sondern ein Serienauto, das man ganz normal kaufen kann. Er leistet 163 PS. Mit einer Tankfüllung kommt der Koreaner bis zu 666 Kilometer weit. 84.900 Franken kostet das Wasserstoffauto beim Händler. Hier hinten ist der Wasserstofftank. Das Ganze, also das Wasserstoff, wird dann umgewandelt nach vorne zum Strom und dann über die Batterie wird dann die vorderen Räder angetrieben. Dabei stößt der Nexo Wasserdampf aus. Wenn der Strom, wie hier in Dübendorf, aus erneuerbarer Energie kommt, dann fahren Wasserstoffautos tatsächlich emissionsfrei. Der große Unterschied zum normalen Tanken ist die Form des Treibstoffs. Der Wasserstoff ist gasförmig und der Tank steht unter hohem Druck. Geht's los, Leute? Jetzt sieht Cindy den großen Vorteil des Wasserstoffautos. Und zack, in 5 Minuten getankt. Und damit kann ich ca. 660 km fahren. Das ist natürlich gegenüber Elektrofahrzeug ein riesiger Vorteil. Ja, das ist doch perfekt, oder? Schnell getankt, perfekt. Naja, wäre schön so. Diese Tankstelle hier ist ein von zwei Tankstellen in der Schweiz, also zu wenig Tankstelle mit Wasserstoff. Bis 2023 sollen gemäß dem Verein Wasserstoffmobilität Schweiz mindestens 100 Wasserstofftankstellen in der Schweiz zur Verfügung stehen. So kann man den Hyundai Nexo als Vorbote auf diese nahe Zukunft betrachten. Umgewöhnung beim Fahren erfordert die neue Technik aber nicht. Es fährt sich wie ein Elektrofahrzeug, ganz leise, einfach. Die ganze Energie, also der ganze Strom, kommt nicht von Batterie, sondern von Wasserstoff. Er ist also ganz einfach zu fahren und könnte damit der Start sein, um das alte Prinzip der Brennstoffzelle endlich im Auto zu etablieren. Immer noch ungelöst ist aber das Problem des hohen Preises. Unser Testwagen Hyundai Nexo kostet fast 85.000 Franken. Das ist natürlich sehr teuer. Aber dieses Auto hier mit Wasserstofftechnologie, wenn du so ein Auto kaufst, dann wirst du der Erste sein, mit dem Auto zu fahren. Deswegen bist du auch bereit, so viel zu bezahlen, um diese neue Technologie einfach zu fahren. Man sieht, dass dieses Auto ein Prestigeobjekt für Hyundai ist und die Marke damit etwas angeben will. Nicht nur bei der Optik, sondern auch bei der Ausstattung. So, und jetzt Leute, guck mal, das ist wirklich für mich eine Premiere. Guck mal das Lenkrad. Das bewegt sich von alleine.
Ich brauche gar nicht mehr zu fackeln, ich brauche gar nicht mehr zu schwitzen. Das Auto macht das alleine für mich. Voilà, tadam. Also ich habe es jetzt gerade gesehen, das ist ein bisschen Cindy-Style, heißt ein bisschen schräg und vor allem auf die weiße Linie. Also es braucht noch ein bisschen Übung, ich denke, aber das kommt schon gut. Man muss schon ein bisschen die Augen zumachen, weil das Auto teuer ist und es hat wenig Tankstelle zum Tanken. Aber bis 2023, es sollte genug Tankstelle haben, um dieses Auto zu tanken. Dann musst du keine Angst mehr haben mit dieser Technik und kannst wirklich entspannt fahren. Das ist ein Blick in der Zukunft und momentan ist dieses Auto einfach für Freak gemacht.